Des Imkers Leid, des Imkers Lust. Wir haben den ersten Schwarm im Jahr 2023. So wie es ausschaut, ist aber die Königin ins Gras gefallen, weil das ist ein richtiger Haufen da unten im Gras. Der Jakob hat sie schon ausgestattet. Und schau da mal, was er da mit seinem Schwarm anstellt. Ja, es gibt auf jeden Fall mal wieder ein Bienenvideo. Und ich bin ganz froh, dass die Damen, wenn sie im Schwarmmodus sind, friedlich sind. Weil sonst würde ich mich da jetzt nicht bis auf 2 Meter vors Flugloch trauen. Grüß euch und hallo zusammen. Wir haben Anfang Juni und sind in der Ernte. Nicht nur der erste Schnitt ist weg, sondern auch der Jakob möchte das erste Mal bei seinen Bienen schleudern. Und dann nimmt er jetzt hier die Honigräume runter. Da oben haben sie eingetragen und haben einen Haufen Honig hoffentlich gesammelt. Und wenn man da so reinschaut, die waren dann wirklich schaut fleißig. Es alles sehr gut gefüllt aus. Dick aufdeckelt. Oh, ich glaube, das gibt lecker Honig zum Schleudern. Und dann werden wir heute Honig schleudern. Ein bisschen ernten, damit die Mädels wieder Platz haben und noch mehr eintragen können. Aber wenn wir schon beim Schleudern sind, dann nehmen wir natürlich alle her. Gestern schon Bienenfluchten dazwischen gesetzt, dass die Bienen nicht mehr nach oben können, sondern bloß noch nach unten. Dass dann die Honigräume eben leer sind und keine Bienen mehr dazwischen hängen. Jetzt bei Schwächeren hat es wunderbar funktioniert, beim Stärkeren sind noch 5 Bienen drin. Ja. Aber mei. Ja. Schon mal ja, da ist schon auch ein bisschen was drin, aber nicht so massiv wie hier. Die sind halb voll und der Farmi hat so richtig voll gemacht. Oh ja. Ja. Vielleicht die Königin. Also wir haben hier Asterix und Obelix, Farmi und Tom und Jerry und eine Gummibärchenbande gibt es auch noch. Da sind halt die Kästen markiert entsprechend, dass die Bienen auch ihre Kästen wieder finden. Beziehungsweise wir wissen, über wen wir gerade reden. Mal ohne 6M, gell? Aber ich bin froh um das Karre. Die Dinger schleppen macht keinen Spaß. Ja, es ist schon wichtig. Ah. Wenn unsere Straße noch besser war, dann darf sie so wachen. Jetzt läuft es wieder runter. Außerdem vertreibt dann die Bienen durch die ganzen Schlaglöcher. Jakob versucht, die Bienen loszuwerden. Ha? Da kriegst du auch gleich einen mit. Da ist Honig. Da ist überall Honig. Da ist überall Honig. Ja, sonst sind wir da oben. Ha? Geht das? Ja, geht. Hab ihn. Boah, ganz schick wie ich drin. Honig an den Fingern. Ja, wenn du Bienen hast, klebst du. Wenn du Bienen hast, klebst du, ja? Ja. Aber wirklich schön prall gefüllt, alles wunderbar verdeckelt. Da steckt leckerer Honig drin und die haben richtig Gewicht. Wir haben hier ein Entdeckelungsgeschirr, nennt sich sowas, mit einer Entdeckelungsgabel. Und jetzt werden diese Wachsdeckel von den Waben entfernt, dass der Honig frei liegt. Und dann kommt die Wabe in die Honigschleuder und wird geschleudert. Und dann wird praktisch durch die Zentrifugalkraft der Honig ausgeschleudert. Dann haben sich halt die Damen schon nicht ganz an die Bauvorschriften gehalten und haben hier rausgebaut nach oben. Ja, der Honig ist natürlich nicht so gut zum Schleudern, beziehungsweise alles pappt danach. Ja, wunderbar. Goldgelb. Ja, da hat das Volk einfach eine neue Zelle und einen neuen Brutrahmen unten reingekriegt. Dann können sie den ausbauen. Dann sitzen sie nicht so da faul herum bei dem schönen Wetter, sondern können weitermachen. Mal schauen, dass die Mannschaft da Arbeit hat, gell? Schon.
Nicht, dass ihnen langweilig wird und sie irgendwann einen Wildbau machen. Ja, oder schwärmen anfangen. Ah. Ich tropf. Ja, du tropfst. Und auf der Rückseite ist natürlich auch knallvoll. Die ersten vier Waben sind hier in der Schleuder. Alle prall gefüllt und fangen schon das Tropfen an. Und jetzt werden wir die mal in Rotation bringen, damit der Honig rausläuft. Die werden erstmal angeschleudert. Jetzt sieht man, wie der Honig an der Wand einschlägt. Unwucht haben wir beieinander. Unwucht haben wir auch beieinander. Jetzt werden wir erst einmal eine Seite anschleudern, damit die ein bisschen leichter werden, die Waben. Und dann drehen wir sie um und schleudern die andere Seite aus. Und dann werden sie nochmal gewendet, um die erste Seite noch ganz auszuschleudern. Aber sonst sind die Dinger zu schwer und wenn man richtig Gas gibt, können auch da Mittelwände brechen und dann hat man hier eine Riesensauerei und man möchte sie ja wieder verwenden. Schaut das schon gut aus. Guck mal, unten sammelt sich schon der Honig. Und oh, wenn ihr das riechen könntet, wie gut das riecht daraus. Pur Honig. Wunderbar. Dann drehen wir mal um. So. Und jetzt sind die eine Seite. Schon relativ leer. Ja. Der ist gut flüssig, der Honig. Gell? Ja. Gut, es ist auch warm draußen. Ja, Temperaturen sind natürlich auch toll. Weißt du noch, letztes Jahr haben wir uns ganz schön geplagt, da wollte das Zeug nicht raus. Ja. Zeug, sage ich da, der leckere Honig natürlich. Das sind halt die Hobby-Imker, die Schleuder noch nicht am Boden befestigt haben. Aber für einmal im Jahr oder zweimal im Jahr schleudern, da steht das Ding halt die ganze Zeit rum. Und so kann man es einfach wegpacken, wenn man sie nicht mehr braucht. Da haben wir das erste Mal besser gemacht. Da haben wir draußen geschleudert, weil wir nicht wussten, wohin damit. Da haben wir es wenigstens auf eine Europalette gespackst. Ja. Das machen wir unten auf. Dann schauen wir mal, was auf den Honig kommt. Leckerchen. Frisch geschleuderter Honig. Dann schauen wir mal, ob wir den Eimer vollbringen. Ich glaube schon. Ich glaube, es wird eher eine Frage von. Wir brauchen noch Plastikeimer. Wir brauchen noch Kurzzeitplastikeimer. Wir haben drei Völker geschleudert. Das sind die ganzen Deckel, wo wir runtergekratzt haben mit Honigresten. Das sind die letzten Waben, die geschleudert werden. Honig läuft raus. Da haben wir jetzt inzwischen umsteigen müssen auf 5 Liter Eimer. Lebensmittelechte. Weil der hier ist auch schon ganz voll. Also noch nicht ganz voll, aber der Sieb hängt da nach unten durch. Und da haben wir dann aufgehört. Und wir haben festgestellt, Ertrag ist gut. Wir brauchen mehr Edelstahl-Eimer und Lagereimer, um so Sachen unterzubringen. Na gut. Der muss jetzt eine Weile ruhen und wird gerührt, damit er kristallisiert. Und dann kann man abfüllen in Glasl und selber essen oder auch mal verkaufen. Ich bin inzwischen beim Honig abfüllen und einer von meinen Honigen ist ganz dunkler und der will nicht kristallisieren und ich mag lieber die cremigen Honige. Und deswegen habe ich jetzt schon da von denen. Die zwei sind schön am Kristallisieren. Ich weiß nicht, ob die Bienen Raps gefunden haben und die anscheinend gar keinen. Habe ich jetzt den schon fast cremigen Honig in den dunklen Honig rein, um den quasi zu impfen.
dann wird der andere auch deutlich schneller und sicherer kristallisiert. Das ist zumindest der Plan. Und jetzt rühre ich um und dann wird abgefüllt. So, das glaube ich sollte eigentlich reichen. Jetzt können wir ihn abfüllen und wenn er kristallisiert, sehen wir, ob es funktioniert hat. Das ist auch das erste Mal, dass ich probiert habe, den Honig zu impfen. Honig abfüllen ist sehr meditativ. Aber wie kann ich so, dass ich es auch sehe? Ah, so. Ja, siehst du, was ich kaum. Aber es filme ich jetzt richtig rum. Ja, also ich gehe davon aus. Der Honig ist jetzt abgefüllt und wir haben drei verschiedene Schalen mit drei ganz verschiedenen Farben. Ich weiß nie, was für eine Farbe rauskommt. Aber das ist doch das Schöne daran. Und wie sie alle schmecken werden, das werde ich dann ausprobieren. So, jetzt ist der Chef nicht da, muss ich euch jetzt ein Outro machen. Also, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es uns einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.